Herzlich willkommen. Nochmal aus der Lach-Yoga-Reihe, aus der Lach-Yoga-Sicht, Lach-Yoga und Affirmationen. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Lachclub warst, in einer Lach-Yoga-Stunde. Da ist es häufig noch so, dass eben ja gerade zum Abschluss, vielleicht aber auch zum Anfang, Affirmationen aufgesagt werden und dann mit einem Ja entsprechend zum Beispiel unterstützt werden. Und ja, da sind einige Affirmationen dabei, die aus meiner Sicht so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig sind oder auch deutungsbedürftig. So, wenn wir dann in einer Lach-Yoga-Gruppe sagen, wir sind die gesündesten Menschen der Welt. Ja! Dann heißt das nicht unbedingt, dass wir da andere ausschließen wollen und dass wir uns als etwas Besonderes darstellen wollen. Aber so könnte es rüberkommen. Und deshalb ist das nicht meine Art und Weise, die ich in meinen Anleitungen mache. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten, die dann da sind, gar nicht mal die gesündesten Menschen der Welt sind. Aber du kennst das ja vielleicht von den Affirmationen, dass du eben das Idealbild entsprechend darstellen sollst und den Körper quasi dahin führen sollst. Das ist das, was ich sein will und bin jetzt. Ja? Also ich bin davon überzeugt, dass. Aber der Körper und natürlich auch unser Unbewusstes haben andere Ideen dazu. Und deshalb kann das für einige sehr bedenklich sein, dass sie sagen, nee, also da kann ich nicht mitmachen. Ich fühle mich nicht als der gesündeste Mensch der Welt oder ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Nee, im Moment bin ich noch nicht der glücklichste Mensch der Welt. Ne? Auch vielleicht nach einer zum Ende der Lach-Yoga-Stunde fühlst du dich noch nicht so wirklich als der glücklichste Mensch. Ja? Und deshalb bitte ich einfach darum, vielleicht für dich eine eigene Formulierung zu finden. Mein Vorschlag wäre, ja, angelehnt an eine gewisse Werbung. Ich liebe es, gesund zu sein. Ja. Ich liebe es, glücklich zu sein. Ja. Ich liebe es, die Liebe zu spüren. Ja. Ja, das sind so drei Vorschläge mal von mir. Und wenn du sagst, ja, das hört sich interessant an, aber mit den dreien bin ich noch nicht so ganz à jour, dann können wir natürlich gerne zusammen da mal schauen. Nutz gerne die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen über meine Homepage miracura.de. Und wir können bis zu 15 Minuten, können wir da entsprechend im Erstkontakt miteinander arbeiten, sodass du dann die Chance hast, für dich deine, für dich wirklich wirksame Affirmation zu finden. Denn das ist das ja, was das Wichtige ist, dass du wirklich dahinter stehen kannst, mit allem, was du gerade hast. Und ich liebe es, glücklich zu sein, denke ich mal, ist schon mal ein guter Anfang. Ich liebe es, gesund zu sein. Ja. Ja, und ich liebe es, die Liebe zu spüren. Ja. Ja, hinterlass gerne auch Nachricht hier, was du für Ansichten dazu hast. Und natürlich gibt es auch diese andere Art der sogenannten Affirmationen, wo wir eben,
etwas in eine Frageform hineinpacken. Unser Gehirn ist ja so quasi wie so eine Google-Maschine, die, wenn du so einen Suchbegriff eingibst, wenn du eine Frage da eingibst, dann rattert da das da oben los und sagt, okay, da müssen wir mal gucken. Ne? Denn zum Beispiel kannst du dich fragen, warum bin ich eigentlich die letzte Zeit immer so glücklich? Ja. Und da sagt dir vielleicht dein Gehirn, ja, du machst doch Lach-Yoga. Aber natürlich anderes auch. Da müssen wir wirklich konkret miteinander arbeiten, welche Frage bei dir genau das richtige Ergebnis anstoßen könnte. Irgendwo verbunden mit dem, wo du hin möchtest. Ja? Und dass du dann sagst, okay, wie kann es sein, dass ich immer mehr diese Freude empfinde? Wodurch passiert das, dass ich da immer mehr Freude empfinde? Und dann rattert das da oben und sagt, ja, weil du das und das machst. Oder weil du das und das machen könntest. Ja? Weil du ja jetzt schon eine Idee hast, ah, Lach-Yoga könnte sowas sein. Und dann kommt dein Gehirn vielleicht auch dazu und sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Lösung, eine andere finde ich gerade nicht. Dann wäre das ja schon mal eine gute Unterstützung, dass also da das ein Weg dann für dich wäre und dass du da dran bleibst. Und ja, diese Affirmation hilft dir, dran zu bleiben und richtig da mit Schmackes dabei zu sein. Und dadurch hast du nochmal einen zusätzlichen Booster. Und deshalb eben gerne auch solche Affirmationen, die dir helfen, wirklich da richtig was von zu haben. In dem Sinne freue ich mich über deine Rückmeldung und sage vielen, vielen Dank. Alles Gute!